Heute dreht sich wieder alles um die Abfahrtskontrolle. Karte 8, Frage 1. Bedienen der Schalter am EEG-Kontrollgerät. Bei dieser Frage müsst ihr die einzelnen Tasten bei dem Kontrollgerät erklären. Besser geht's gar nicht, das brauche ich nicht erklären. Guck mal, das ist super. Frage 2. Wirkung des Lufttrockners bzw. Vorrat des Frostschutzmittels prüfen. Auf geht's? Ja. Bei unserem Euro 6 LKW ist ein Lufttrockner verbaut. Würde dieser nicht richtig funktionieren, würde unser LKW das im Display oben anzeigen. Der Lufttrockner ist in diesem Fall hier verbaut. Würde der Lufttrockner nicht richtig funktionieren, wie vorhin schon gesagt, würde er das im Display anzeigen. Oder wir könnten uns auch kontrollieren, indem wir unten an unserem Luftkessel einmal an der Ventil ein bisschen Luft rauslassen. Würde jetzt ein bisschen Wasser mit rauskommen, tröpfchenweise, würde unser Lufttrockner seine Funktion nicht mehr richtig beherrschen. Frage 3. Lenkspiel prüfen. Bei dieser Frage müsst ihr zunächst einmal den LKW anmachen. Jetzt überprüft ihr, sobald ihr lenkt, müssten sich die Reifen des LKWs vorne mitbewegen. Würde dies nicht passieren, wäre unser Lenkspiel zu groß. Das Lenkspiel darf maximal 2 Finger breit sein. Ist dies überschritten, ist das Lenkspiel zu groß. Vielleicht so 2 Finger noch einblenden, so geile. Frage 4. Batterie, Anschlüsse, Befestigung prüfen. Bei dieser Frage müsst ihr zunächst einmal die Klappe von der Batterie lösen. Dann überprüft ihr, ob die Pole alle fest verschraubt sind. Die heutigen Batterien sind wartungsfrei, heißt, man muss kein Wasser mehr nachfüllen. Dann überprüft ihr, ob die Batterien noch richtig fest sitzen. Das seht ihr in diesem Fall, sie sind fest verschraubt. Ein LKW hat 24 Volt, heißt 2 Batterien à 12 Volt, Reihenschaltung. Habt ihr dies überprüft, ist die Frage somit beantwortet. Frage 5. Flüssigkeitsvorrat in Scheiben- und Scheibenwischerwaschanlage kontrollieren. Ja. Diese Frage könnt ihr auch ganz normal beantworten wie bei eurem Auto. Ihr macht die Zündung an. Nach kurzer Zeit gehen die meisten Kontrolllampen wieder aus. Wie ihr seht, würde das Wasser jetzt fehlen, würde eine Kontrollleuchte aufleuchten, dass ihr Wasser nachfüllen müsstet. In diesem Fall habt ihr die Frage beantwortet. Zusätzlich könnte man noch zeigen, falls Scheibenwischwasser fehlt, wo es nachgefüllt wird. Die Wartungsklappe öffnen und in diesem Fall könnte man hier das Scheibenwischwasser nachfüllen. Im Winter müsste man wie bei meinem Auto noch das Frostschutzmittel mit einfüllen. Super. Frage 6. Plane, Spriegel, Zustand und Befestigung kontrollieren. Prüfen, ob Plane frei von Wasser, Schnee und Eis. In diesem Fall müsst ihr kontrollieren, ob die Ladung richtig gesichert ist. Bei uns im LKW, wir haben ja eine Wechselbrücke drauf, da müssen wir zunächst mal überprüfen, ob die Wechselbrücke an unserem Fahrzeug befestigt ist. Heißt, in diesem Fall gucken wir uns an, ob das hier fest ist, ob die Sicherung fest ist und ob dieser Zapfen in dieser Stellung steht. Heißt quer. Dann überprüfen wir, ob die Füße gesichert sind. In diesem Fall überprüfen wir, ob die ganz eingefahren sind und ob die Sicherung hier fest sitzt. Und dies machen wir natürlich an allen weiteren Punkten. Auf jeder Seite 2 Stück. Hier überprüfen wir das alles nochmal. Haben wir dies gemacht, gucken wir uns unsere Plane an. Ob die Plane nicht gerissen ist, nicht locker ist, fest verzurrt ist. Dazu gehört natürlich auch die Verschlüsse, ob die alle fest sitzen. Und natürlich machen wir das auch auf der anderen Seite. Im Winter müssen wir natürlich kontrollieren, ob Eis, Schnee oder Wasser oben drauf liegt. Und zuletzt gucken wir noch einmal in die Wechselbrücke hinein, ob wir Ladung geladen haben. Wir in diesem Fall haben leere Paletten auf unserem LKW mit einem Gurt oder mit Gurten
Anti-Rutschmanten und Kantenschonern. Haben wir dies gemacht, schließen wir die Wechselbrücke wieder. Gucken noch einmal, ob die Verschlüsse alle fest sind. Und somit ist die Frage dann beantwortet. Ich hoffe, ihr habt was bei der Abwasserkontrollkarte gelernt. Möchtet ihr die nächste sehen? Klickt hier. Möchtet ihr immer auf dem neuesten Stand sein, abonniert unseren Kanal oder empfehlt uns weiter. Gut, ne? Frage 2. Wirkung des Lufttrockners Unser LKW angeht, könnte man zusätzlich noch ans oder zusätzlich nochmal neu.